Was geht, Leute? Willkommen zurück zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist eine Folge von Roblox Brookhaven und heute eine ganz spezielle Folge, wie ich es eigentlich immer sage. Und wir befinden uns gerade ganz normal in Brookhaven und ich möchte euch heute ein kleines Secret zeigen, beziehungsweise etwas, was ich vor kurzem gesehen habe und wo ich mir dachte so, Und zwar, Leute, kursiert seit ein paar Tagen, beziehungsweise seit ziemlich genau 4-5 Tagen oder sowas, etwas Neues herum bezüglich dieser wunderbaren Kirche in Brookhaven, weil hier gibt es einige Secrets, die wir uns definitiv nochmal anschauen müssen, beziehungsweise die wir noch nicht gesehen haben. Weil ihr wisst ja, hier so kann man Funerals genau da drauf drücken und dann kommt hier halt so ein Sarg hin. Man kann sich da auch, so gut ich weiß, reinlegen. Alles wunderschön, man kann da sogar einen Namen eingeben. Man drückt da drauf und dann kann man eingeben hier, da kann man da solche eingeben, Cedric stinkt, weil das ist ja auch die Wahrheit. Aber darum soll es gar nicht gehen, weil, Leute, wusstet ihr, dass wenn ihr euch in diesen Sarg reinlegt und dann reinzoomt, dass man dort ein Foto von irgendeinem komischen Typen sieht? Ich weiß, das ist jetzt schon vor ein paar Tagen rausgekommen und das wissen jetzt schon die meisten. Es geht nicht nur darum, sondern ihr seht im Hintergrund ein Pferd, eine Kutsche und irgendein komisches Haus. Und jetzt gerade wird darüber diskutiert, was das für ein komisches Haus im Hintergrund ist. Viele Leute sind der Meinung, ich werde mal kurz ein Autospawn, Moment. Und ihr wisst ja, hier sind ganz normale Gebäude, wie zum Beispiel hier diese Scheune oder sowas. Ja gut, Gebäude ist das jetzt nicht wirklich. Und hier ist ein Stall, ein Pferdestall, keine Ahnung. Es gibt Leute, die denken irgendwie, das Foto ist von hier, aber irgendwie sind da keine Fenster auf dem Bild. Und nun gibt es Leute, die sagen, das hat nichts mit dieser Scheune zu tun. Das hat etwas mit dem verlassenen Haus zu tun. Und zwar, ihr wisst ja, in Brookhaven gibt es ein verlassenes Haus, was so ein bisschen zerstört aussieht und alles mögliche. Und das ist das hier. Und das Haus soll scheinbar das Haus auf dem Foto sein. Und wenn man sich das etwas genauer von vorne anguckt und dann das Foto damit vergleicht, dann erkennt man schon einige Ähnlichkeiten von dem Foto. Und ich könnte mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Und dann stand hier halt die Kutsche und das Pferd noch. Und ja, keine Ahnung. Aber Leute, ich habe mir noch etwas Spezielles ausgedacht, wo ich mir dachte, okay, das könnte man auf jeden Fall machen. Weil man kann in Roblox nämlich nach verschiedenen Spielmodis suchen. Und in einigen Spielmodis findet man dann zum Beispiel Brookhaven Old Map zum Beispiel. Dann kann man sich eine alte Map von Brookhaven angucken und sozusagen dann dort ein bisschen erkunden gehen. Und ich würde mal sagen, man kann sich definitiv jetzt dieses Haus hier einfach mal angucken und dann irgendwie schauen, ob sich irgendwas im Laufe dieser Updates verändert hat oder sowas. Weil irgendwie, ich weiß es nicht, ich weiß doch nicht, was das hier ist, warum das so halb in der Luft schwebt, aber es ist ja auch egal, hat ja auch nichts damit zu tun. The hell, warum ist das so? Okay, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das heißt, falls ihr sehen wollt, wie das Haus in einem früheren Update von Adobe vor ein paar Monaten oder so ausgesehen hat, Leute, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil dann werden wir das auf jeden Fall erkundigen. Bevor wir jetzt irgendwie woanders hinkommen, möchte ich euch eine komische Entdeckung zeigen, die ich gemacht habe vor wahrscheinlich 2 Wochen oder so, als ich krank war und so. Und zwar habe ich nämlich, es gab ja ein neues Update, wo ein neues Haus dazugekommen ist, sind ja Autos dazugekommen und dieses Ave-Haus oder wie auch immer das heißt. Ich werde jetzt mal kurz hier hingehen und dieses Haus kurz mal spawnen, nämlich das hier Haus, das Ayo, genau so heißt und nicht Ave. Genau, und zwar in diesem Update, das Haus kennen schon sehr viele, weil hier gibt es auch ja Secrets, hier zum Beispiel diese Treppe hier nach unten, hier in der Bibliothek, dann gibt es hier hinten einen ganz kleinen unsichtbaren Knopf, womit man die Bücher nach hinten schieben kann und hier unten gibt es dann eine sogenannte, ich weiß es nicht genau, ich weiß nicht, was es darstellen soll. Auf jeden Fall soll es nicht darum gehen. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt mal ganz kurz eine Leiter aus dem Rucksack nehmen und dann werde ich euch mal was zeigen, was ich gesehen habe und wo ich mir dachte so, okay, what the hell. Es gibt nicht so viele Leute, die das irgendwie am Anfang angesprochen haben und deshalb dachte ich mir, okay, ich werde euch das einfach mal zeigen. Nämlich hier oben befindet sich ein Schalter oder irgendwas in diese Richtung. Ich kann euch nicht ganz genau erklären, was es bringt, weil wenn man draufklickt, passiert einfach nichts. Und hier gibt es noch eine komische Sache, und zwar wenn man in diese Wand geht. Hört ihr das? Das sind Wassergeräusche. Ich habe zwar keine Ahnung, aber das kann halt natürlich wegen der Map sein, aber das ist nicht schlimm. Aber was könnte dieser Knopf auswirken? Weil irgendwie, man kann ihn ja nicht wirklich drücken und wieso ist er dann da? Oder wenn es kein Knopf ist, was soll es denn sonst sein? Ich meine, es muss ja irgendwas sein. Oh mein Gott, ein Staubsauger. Cedric würde mich jetzt lieben. Okay, aber jetzt ist es soweit. Ich werde mir auf einer alten Brookhaven Map anschauen, wie das Haus vorher aussah und ob sich irgendwas verändert hat. Ich weiß es jetzt noch nicht und wir werden das gemeinsam irgendwie erkunden. Das heißt, ich werde hier einfach mal schnell einen Screenshot nehmen. Okay, Leute, ich habe jetzt insgesamt 3 Screenshots genommen. Einmal von oben vom Dach, einmal von hier aus und einmal von hier hinten aus. Ich werde jetzt Brookhaven verlassen und werde versuchen, eine alte Brookhaven Map zu finden und mal schauen, was wir dort für eine Entdeckung machen werden. Okay, Leute, ich bin in einem älteren Brookhaven Update, wie ihr seht. Alles sieht ziemlich leer aus. Hier war nicht mal ein Spawn oder sowas in der Art. Das war noch lange, bevor wir Roblox gespielt haben. Alter, was ist das?
Alles klar, also das war noch lange, bevor ich überhaupt Roblox gespielt habe und so. Ihr seht auch hier das Appartement. Das Ganze ist halt noch nicht da und ihr seht so viele Sachen, die noch nicht mehr da sind. Das Autohaus ist noch nicht da. Aber das ist egal, Leute, weil wir werden jetzt einfach mal ganz da hinten hingehen zu diesem komischen Haus. Das ist alles Scam, man kann das gar nicht drücken. Warum habe ich eine Pistole? Oh, lol, warte, was? Hä? Der Stall war damals hier? Dahin ist ja auch die Scheune oder... Bin ich dumm. Okay, Leute, hier ist ein unsichtbarer Boden, auf dem ich draufstehen kann. Alles klar. Okay, Leute, wir sind auf jeden Fall fast beim Haus angekommen. Ihr seht, hier sieht das auch schon viel leerer aus und alles. Keine Ahnung. Also, es ist auf jeden Fall ziemlich komisch. Also, wir werden uns das Ganze auf jeden Fall jetzt mal angucken, ob sich irgendwas hier verändert hat. Und wir haben von hier aus einen Screenshot genommen. Das gleiche mache ich jetzt einfach nochmal. Und dann habe ich von hier noch einen Screenshot genommen und von oben auf dem Dach. Obwohl wir auf das Dach wahrscheinlich nicht so gut... Ah doch, okay, wir können hier auch nochmal nach oben. Okay, Leute, scheint aber nicht so auszusehen, als hätte sich an dem Haus irgendwas verändert oder sowas. Okay, ich weiß es nicht genau. Also wir wissen auf jeden Fall, dass egal wer dieser Typ auf dem Foto ist, dieses Haus, was wir hier in Brookhaven gerade vor uns sehen, hat ihm gehört. Aber was hat das Ganze zu bedeuten, Leute? Falls ihr irgendeine Theorie habt, Leute, dann schreibt mir sie unbedingt in die Kommentare. Oder falls ihr irgendwie weitere Hinweise gefunden habt oder irgendwo gesehen habt, dann schreibt mir die auf jeden Fall in die Kommentare. Schreibt auch, von wo ihr die Hinweise habt, damit ich auch schön Credits geben kann, wo das Ganze herkommt und so. Ansonsten würde ich sagen, Leute, falls euch dieses kurz und knackige Video gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Danke für 1300 Abonnenten. Ich weiß, ich habe mein letztes Video hochgeladen, auf einmal hatte ich 300 Abonnenten mehr. Danke an euren heftigen Support bei den letzten Videos, Leute. Ihr seid einfach die Besten. Gut, das war's dann. Haut rein. Ciao. Jetzt Ventilator anmachen. Let's go.